Ab 1,90 klingt das schon richtig groß, oder? Wenn man sagt, ich bin 1,89, dann ist es noch okay, aber ich bin 1,90, klingt dann irgendwie total groß, oder? Attack of the 50-foot woman. As much as it was really uncomfortable to be the tallest person in my hometown, the tallest woman anybody had ever seen, at the same time, everybody knew who I was. After a while, it was really unremarkable. Whereas here, every time I go out the door, every time I'm on the subway, somebody's staring, somebody's asking questions. I block out everybody else on the street because it's just too much, like everybody. Ich heiße Sarah, bin 12 Jahre alt, 1,77 Meter groß und ich bin hier, weil ich operiert werde, damit ich nicht mehr allzu groß werde. Sarah ist ein Mädchen, bei dem eine Körpergröße von etwa 1,90 erwartet werden muss. Wir haben das berechnet. Und das ist natürlich eine Größe, mit der ein Mädchen nicht unbedingt leben will und mit der es nicht zufrieden sein kann. Der hatte beim letzten Mal hatte doch Blut abgenommen, noch zusätzlich, oder? Ja. Weil das Ganze bei der Krankenkasse noch in der Schwebe hängt, ob die das bezahlen oder ob sie es nicht bezahlen. Nee, die sollen es also, bezahlen. Naja, dieses Medikament ist ja gegen Krebs und Krebs hast du nicht. Ja, da stellen die ganz schön auf Stur. Die Wachstumsfuge geht schon zu, ja? Also da sehen wir auch schon deutlich die Abnahme. Was natürlich uns hofft, dass wir jetzt natürlich das Ganze weiterführen, die Therapie, sodass wir da vielleicht doch in ein, zwei Jahren bei dem 1,85 Meter bis 1 irgendwo da in dem Bereich stehen bleiben. Also ich würde jetzt nichts unternehmen und würde sagen, in 3 Monaten, ich würde heute die Blutwerte kontrollieren und dann würde ich sagen, in 3 Monaten noch einmal. Oh nein, bitte nicht. Okay. Gut. I do remember being very, like, wanting to eat a little less, wanting to make myself feel smaller. But once you start in this industry, I mean, the confidence you get, being told you're beautiful and being glammed up, and to see how it's such an advantage to be tall in a photo. Me and Michelle are the tallest in the industry. I think I've seen maybe 2 or 3 girls that are our height in the whole time I've been modeling, but they didn't really last very long. Why does it say on Michelle's and Tio's haircut that they're 6 feet? I can tell you they're clearly not. They're not 6 feet. Because we don't want to scare anybody, huh? If they're 6'1", some people might automatically close the door. So if you say 6 feet, they'll get in the door. Maybe they'll hunch over a little bit. And they'll still get the job. Dus toen heb ik gekozen om die operatie te doen. En nou ja, het heeft niet veel geholpen, want ik ben nu nog bijna 1,96. Dus het heeft niet veel gescheeld. En als ik weer zou moeten kiezen, zou ik het niet doen. Omdat ik nu heel erg snel last heb van mijn knieën. Ik denk dat het een beetje met de Hollandse aard ook te maken heeft dat wij willen niet opvallen. Meisjes die zijn er niet trots op om groot te zijn. Die willen graag zijn zoals andere vrouwen. En ook al zijn vrouwen over het algemeen langer, de gemiddelde vrouw is niet boven de 1,80. When people say it's hard to be a tall woman, they're not talking about everyday stuff. It's really not the end of the world. What is the end of the world is that you're single and alone. This is really statistically borne out. In America, tall women, they have lower birth rates than average-sized women. Average-sized women in America have 1.2 children in their lifetimes, and tall women have 0.7 children. So you're looking at almost half the birth rate. I don't like to think that they're intimidated because then it's not even something that I can fix. That means I will just never ever be invited to dates, ever. Great. Oh. Jetzt geht's wieder. Also es wirkt irgendwie, meine Knochen aufhören zu wachsen. Aber eigentlich verstehe ich da nicht, warum da meine Handknochen noch wachsen.
Ich verstehe es selber nicht so genau. Nein. When you're taking your child to the endocrinologist every year and having them, you know, undergo testing and constant measurement and looking at their growth chart, how do you get across the idea that you're okay? I mean, that's not the message that comes through that experience.